Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 372. Sammlerfreunde, heute machen wir weiter mit unserem Duell Masters gegen Star Wars Classic Toys. Heute zeige ich euch zwei weniger bekannte Fahrzeuge, einmal den Rotor aus der Masters of the Universe Line und einmal den Twinput Cloud Car aus der Star Wars Empire Strikes Back Line. Jo, zwei interessante Fahrzeuge und Drachenkämpfer Skeletor ist auch wieder mit dabei. Ich würde mal sagen, wir gehen rüber und schauen uns mal die Duellanten genauer an. So, Sammlerfreunde, heute lassen wir dem Planeten Eternia den Vortritt. Sehen wir uns als erstes Skeletors Rotan an. Hier in der europäischen Verpackung. Jo, ist sein Blockadebrecher mit zwei Geschützen. Oh, Skeletor hat heute einen guten Tag. Er hat He-Mans Zauberschwert. Alle 80er-Kids, die noch nicht 5 Jahre alt sind, bitte abschalten. Hier wunderschön im Hintergrund zwei Monde vom Planeten Eternia. Wer feiert denn da oben ein Festchen und Lagerfeuer? Jetzt habe ich die Packung schon so viele Jahre, Sammlerkollegen, aber dieser kleine Dämon im Hintergrund ist mir nicht aufgefallen. Sammlerkollegen, welche Boxen bevorzugt ihr, europäische oder amerikanische? Ich bin ja ein Fan der europäischen. Ganz diskret hat sich hier der Künstler verewigt. Blick auf die nicht mehr ganz unbeschädigte Vorderseite der Box. Die rechte Seite. Die linke Seite. Hier werfen wir gerade einen Blick auf die Unterseite. Auf der rechten Seite seht ihr schön das Motiv. Wie immer ein kleines Kunstwerk. Hergestellt in Italien, 1983. Rotan, Rotator. In jedem Land hieß er anders da. Der Kreiselpanzer. Geeignet für fast alle Figuren der Masters of the Universe Line. Na, Megator wird nicht reinpassen. Und hier sehen wir jetzt schön das Bild. Wie immer bei den Masters Toys, wunderschöne Kunstwerke. Die fangen die Atmosphäre von Eternia richtig schön ein. Hier die Rückseite. Sieht man schön noch aus der Anfangszeit. Leute, ich hoffe, dass die VR-Helme irgendwann mal so weit entwickelt sind, dass ich auf dem Planeten Eternia und ins Star Wars-Universum reisen kann. Ja, Leute, jetzt wirklich aus der Anfangszeit. Hier ist sogar noch der Flip-Track drauf. Yo, die allerersten Figuren. He-Man, Teela, Skeletor, Evelyn, Man-at-Arms, Mechanic, Beastman, Merman. Naja, aber ich glaube, das ist eher die zweite oder dritte Wave. Ich weiß noch den allerersten Werbespot mit den Masters-Figuren. Oh, der war echt cool. Kann man den irgendwo anschauen? Big Jim's Tiger, Battle Cat. Das ist natürlich auch ein sehr gefragtes Playset. Der Talon Fighter auf Point Dread. Für alle, die es auf Eternia eilig haben, der Road Ripper. Oje, das ist ein gefragtes Sammlerstück. Der Battle Ram. Jo, so eine Art Artilleriepanzer. Und dieses Chateau muss nicht extra vorgestellt werden. Castle Grayskull. Gekostet hat das gute Stück, glaube ich, zwischen 29,95 und 32,95. Manchmal ein bisschen teurer, manchmal ein bisschen billiger. So, ihr Meister des Universums da draußen. Hier ist der Skeletors Rotorn inklusive Zauberrüstung Skeletor. Hier sehen wir uns das Fahrzeug mal von der Seite. Gleich fällt diese rote Kreissäge auf. Diese wird durch ein Rad unten angetrieben. Also kann man den Rasen mähen oder Hindernisse aus dem Weg räumen. In vielen Comics kann der Rotorn auch fliegen. Der Rotorn verfügt über keinerlei Elektronik, aber dafür über ein cooles Aussehen. Schaut mal auf die linke Seite des Auges.
Oben befinden sich zwei Laserkanonen, die drehbar sind. Aufpassen, die sind recht häufig verloren gegangen oder abgebrochen. Unterhalb sind diverse Aufkleber angebracht. Auch hier immer aufpassen, da sehr viele entweder abgerissen, verblichen sind oder einfach durch Kopien ersetzt wurden. Sammlerfreunde, was sagt denn ihr eigentlich dazu, wenn Aufkleber durch Kopien ersetzt werden? Findet ihr das gut oder schlecht? Macht das preislich was aus oder nicht? Also ich bin der Ansicht, bevor man das Fahrzeug ganz nackt, auf gut Deutsch gesagt, dastehen lässt, sollte man dann die Aufkleber durch Kopien ersetzen, weil Originalklebebogen kriegt man ja praktisch überhaupt nicht mehr. Aber dieses Thema wird in der Szene sehr heiß diskutiert und regt auch zu manchem Streitgespräch an. Also, eure Meinung ist gefragt. Schreibt sie mir einfach mal unten rein. Es ist natürlich so, wenn es um ein Stück geht, das viele hundert oder gar tausend Euro kostet, dann soll natürlich alles original sein. Beim Blick von oben erinnert das gute Stück mehr oder weniger an so eine Art Kreissäge. Die Zähne, wenn ihr so wollt, sind selten abgebrochen, weil die sind doch relativ stabil gemacht. Auf der Oberseite befinden sich auch vier Aufkleber. Die Sitzeinheit mit den beiden Aufklebern. Mensch, Sammlerfreunde, ich sammle jetzt schon seit so vielen Jahren, aber immer wenn ich ein Paket bekomme, ein Stück darin ist, freue ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Geht's euch genauso? Die Unterseite des Rotoren. Gut ist in der Mitte, das Rad zu erkennen. Sammlerfreunde, guckt euch das Rad genau an. Ich hatte mal einen auf dem Flohmarkt gefunden vor x Jahren. Der war komplett voll mit Haaren und Fusseln. Ich glaube, naja, wenigstens war er günstig. An der Unterseite könnt ihr erkennen, alles voll mit Kratzern. Ja, dieser Rotor hat im Kinderzimmer viele Schlachten ausgetragen. Ups, was ist hier passiert? Skeletor liegt unter seinem Rotor. Ja, rechts vor links missachtet. So Leute, fliegen wir jetzt ins Star Wars Universum. So Sammlerfreunde, jetzt reisen wir zur Stadt in den Wolken. Nach Bespin, Star Wars Empire Strikes Back Line. Der zweite Star Wars Film, Episode 5 der klassischen Serie. Hier drei Bespin Security Guards, C-3PO, Prinzessin Leia und Lando Calrissian. Also Landos Auftritt in Episode 9 fand ich genial. War der gute junge Billy Dee Williams doch schon 80 Jahre alt. Ein Luke Bespin, den hätte ich gerne original verpackt und zwar auf der Walking Card. Der Twinput Cloud Car war kein so beliebtes Fahrzeug wie zum Beispiel der TIE Fighter der X-Wing. Die Rückseite ist mit der Vorderseite identisch. Der Twinput Cloud Car erschien nur in der Empire Box, nicht in der Jedi Box. War von Palitur geplant, wurde aber nicht umgesetzt. Die Seitenlasche. Das Lieblingslogo aller Star Wars Fans. Kenner. Die andere Seitenlasche. 40 Jahre alter Tesa. Die Oberseite der Box. Das Fahrzeug war sehr ungewöhnlich, verfügte es doch über zwei Cockpits. Aber leider über keinerlei Elektronik, auch nicht über Soundeffekte. Die Unterseite der Box. Gestempelt 1979 bzw. 1980.
Heute aus dem Einzelhandel nicht mehr wegzudenken, damals noch exotisch, der Strichcode. Und hier sehen wir jetzt die Anleitung. Und hier sehen wir ihn jetzt, den Twinpod Cloud Car mit zwei Cloud Car Piloten. Der Cloud Car war auch eines von 11 Fahrzeugen, das in der Diecast Serie aufgelegt wurde. Ein relativ unkompliziertes Fahrzeug mit wenig Zubehör. Lediglich die Fahrgestelle und die Cockpitklappen gehen verloren. Das Cockpit lässt sich öffnen und bietet Platz für eine Actionfigur. Auch aufpassen, dass der Haltemechanismus nicht abgebrochen ist. Die Armaturen des Cockpits. Etwas versteckt an der Seite befinden sich die Laserkanonen. Auch immer wieder schön zu sehen, wie die einzelnen Platten vernietet sind. Beide Cockpits sind identisch, bloß sind die Bauteile spiegelverkehrt. Ein Blick auf die Unterseite. Da hat jemand 8 blaue Punkte drauf gemalt. Die gehören nicht dazu. Die Landefüße. Auch immer darauf achten, die sind manchmal abgebrochen oder fehlen gänzlich. Ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug, zwar nicht sonderlich beliebt, aber in seiner Weise, also ein begehrtes Sammlerstück. Wobei wohl alles aus der Masters und Star Wars Klassik Line original verpackt begehrte Sammlerstücke sind. Ich merke es regelmäßig an den Preisen, die steigen und steigen und steigen. Wenn man in den 90er Jahren noch für verrückt erklärt wurde, wenn man 30 Mark für eine original verpackte Figur ausgegeben hat, da spricht man heute von einem Superschnäppchen. So, Sammlerfreunde, das war der Twinpod Cloud Car und der Roton. Ich gebe zurück zum Schlusswort. Und wieder geht eine Sendung zum Ende. Das war die 372. Folge. Mein Gott, wenn ich überlege, dass ursprünglich mal nur 7 Folgen geplant waren. Sammlerfreunde, wir versuchen weiterhin einen Rhythmus von einmal im Monat aufrechtzuerhalten. Na, vielleicht klappt es, mal sehen. Ich hoffe mal, weil zeitlich bin ich auch ein bisschen eingespannt. Und was bleibt denn da zu sagen übrig? Ich meine, ich selber kann mich auch nicht entscheiden. Masters besser, Star Wars besser. Sicher, der Masters-Fan, der steht natürlich auf Masters Universe. Der Star Wars-Fan eher auf Star Wars Toys. Tja, die Ansicht ist da schon ziemlich gespalten. Aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz von allen Sammlerkollegen so, es sind alles Helden unserer Kindheit und wir sind glücklich, Sammler zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise. Hallo.
Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 372. Leute, es geht weiter in unserem großen Duell Masters Toys gegen Star Wars Toys. Heute zeigen wir euch zwei nicht ganz so bekannte Fahrzeuge. Einmal den Twinput Cloud Car aus der Star Wars Line und den Rotorn. Yo, Skeletors Blockadebrecher. Zwei sehr schöne Fahrzeuge, auch aus schönen Die rechte Seite. Naja, von der... Ui, hier ist sogar noch der Flip. Action Man's Tiger Battle Cat. Big Jim T... Gekostet hat es... So, Sammlerfreunde, hier ist er. Skeletors Rotorn mit Skeletor. Oh. Die Unterseite des Rotorn. Halt. Junge gehört nicht dazu. Hier sieht man die gefährlichen Schlachten, die in Kinderzimmern ausgetragen wurden. Alles voll mit Kratzern. Naja, wer hätte gedacht, dass wir fast 40 Jahre später immer noch da sitzen und uns die guten Stücke... Gut ist in der Mitte, das Rad zu erkennen. Ups, was ist denn hier passiert? Skeletor liegt unter seinem Roto. Das Fahrzeug war sehr un... Das Fahrzeug war zwar...